Hallo, guten Tag an die Interessierten und Sammler im Bereich der DDR-Militaria. Vor einigen Tagen hatte ich schon ein kleines Video erstellt zum Thema Entwicklung der Offiziersschirmmützen für die Grenzsicherungsorgane der DDR und dachte mir, mach einfach mal ein kleines Video, was die Entwicklung der Uniformen angeht, damit man vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen besser versteht. Ich mache das einfach per Handy, wie ihr seht, und ohne großen technischen Aufwand. Also jetzt nicht hochprofessionell, sondern einfach nur, um einen Überblick mal zu bekommen, wie sich so die Entwicklung der Uniformen ja, darstellte. Beginnen möchte ich mit der ab 1952 gegründeten deutschen Grenzpolizei. Diese erhielt ja den sogenannten KVB-Uniformstil, also den Zwei-Taschenrock, wie ihr hier seht. Hier haben wir einen Oberfeldwebel der deutschen Grenzpolizei ab 1952. Mit dem Zweitaschendruck und dazu die passende Schirmmütze und das Koppel mit dem goldenen Koppelschloss. Ja, was gibt es da zu erwähnen noch? Wie ihr seht, der Oberfeldwebel trägt noch das Abzeichen für mindestens 5 Jahre Dienst, also den Doppelwinkel. Und man sollte noch erwähnen, dass es diesen Jackentyp in zwei Varianten gab: einmal hier ohne Ärmelaufschlag und einmal mit Ärmelaufschlag. Dieser Uniformtyp mit dieser Schirmmütze wurde ungefähr bis 1957 getragen. Danach bekam die deutsche Grenzpolizei ein neues Design in Bezug auf die Uniform, nämlich den Viertaschenrock. Wie ihr hier seht, die vier Taschen, ein Oberfeldwebel und auch die Schirmmütze änderte sich etwas. Sie bekam nämlich einen dunkelbraunen Bund. Und zu beachten ist, ab Unteroffizier aufwärts bekam man die grüne Kordel. Mannschaften hatten ein schwarzes Lackband. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass ab der Zeit das goldene Koppelschloss abgelöst wurde durch das DDR-Koppelschloss, das man ja bis 1990 dann trug. Ja, was gibt es da noch zu erwähnen? Normalerweise müsste der Oberfeldwebel hier schon die silbernen Knöpfe haben, hat aber hier noch die goldfarbenen oder messingfarbenen Knöpfe. Was ein gutes Beispiel dafür ist, wie lange manchmal Altbestände aufgetragen wurden. Weiterhin trägt er die ab 59 für die Grenzpolizei eingeführte Schützenschnur mit grün durchwirkt und hat auch schon das ab 65 eingeführte DDR-Sportabzeichen. Dann ab ungefähr 62 wechselte der Uniformtyp für die deutsche Grenzpolizei nochmal. Die deutsche Grenzpolizei wurde ja dann dem Ministerium für nationale Verteidigung unterstellt und hieß dann ganz am Anfang Kommando Grenze, wurde aber dann relativ schnell zu den Grenztruppen der NVA umbenannt. Und dementsprechend änderte sich auch der Uniformstil. Der Viertaschenrock, wie vorher, blieb gleich. Allerdings, wie ihr hier schon seht, ist es im Großen und Ganzen die gleiche Uniform wie 1956 bei der NVA eingeführt. Nur eben mit der Waffenfarbe grün und die Schirmmütze hatte auch wieder einen grünen Bund. Der Stabsfeldwebel hier mit der Ausgeparadeuniform trägt die Orden am Band, hat jetzt auch die Silberlitze um den Kragen, manche sagen auch Heiligenschein, trägt noch die Schützenschnur der deutschen Grenzpolizei, das 1959 eingeführte Leistungsabzeichen der deutschen Grenzpolizei und die Qualifikationsspange für Panzerfahrer. Ja, das einfach nur mal so, damit man mal sieht, wie die Entwicklung ist. Also von links, von 52 bis 57, der Zweitaschenrock im KVP-Stil mit der Schirmmütze mit Ringkorkkappe. Von 57 bis 62 ungefähr der Viertaschenrock. Und dann ab 62 ungefähr der steingraue Viertaschenrock. So, das war's. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt oder was wissen wollt, schreibt mir einfach in den Kommentar unten das rein und ich versuche das so zeitnah wie möglich zu beantworten. Vielen Dank.